Jo, Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel, heute zur späten Stunde. Ich wollte euch kurz ein Update geben bezüglich Splinterlands und ein paar Gründe, warum lohnt es sich für mich oder meines Erachtens in Splinterlands zu investieren? Warum bin ich dabei? Wie gesagt, kein Financial Advice, das ist einfach nur Entertainment hier, mein Channel. Und ich, ja, sag euch die Gründe, warum bin ich eingestiegen hier in Splinterlands. Also zum einen, wir können hier mal schnell auf meinen Fortschritt schauen. Ich bin mittlerweile in Silver 3 angekommen. Ich bin eigentlich auch kurz vor Silver 2, aber meine Card Power reicht dazu eigentlich gar nicht aus. Ich muss hier den Balken auch noch füllen, um dann, ja, einfach hier noch weiterkommen zu können. Also ich brauche mehr Power in meinem Card Deck. So, aber der Grund Nummer 1, warum bin ich hier dabei? Weil das ganze Ding ist Play to Earn, die Community ist nice, die Community ist groß. Ich habe das schon im letzten Clip zu Splinterlands erzählt. Check unbedingt auch den letzten Clip zu Splinterlands, falls du jetzt neu dabei bist. Und an dieser Stelle, ich freue mich immer über ein Push auf den Like-Button, über ein Abonnement und auch über eine Glockenaktivierung. Aber jetzt hier zurück zum Game. Also, ich bin fast in Silver 3 angekommen. Je höher ich steige, desto mehr Rewards bekomme ich. Also, es ist Play to Earn. Das ist der erste Grund, warum ich hier dabei bin. Es gibt zum einen Season Rewards. Hier bekommt man ja Season Chests. Mittlerweile habe ich schon 18 Chests mir erspielt. Ich bin schon total gespannt, was drin ist. Das ist meine, ja, meine erste Season eben mit Rewards hier. Und es gibt jeden Tag verschiedene Focus-Chests. Da schauen wir mal rein. Das ist meistens eigentlich nur eine Kleinigkeit. 8 Chests habe ich jetzt wieder heute quasi erspielt, so in den letzten Games. Und jetzt schauen wir mal rein, was ich in diesen 8 Chests habe. Also 0,008 Splinter Shards, das ist natürlich nichts. Also das ist echt ja, uninteressant. Eine Alchemy Potion, okay, nicht schlecht. Damit steigere ich die Chance bei Karten. Okay, nice. Eine Rare Card, Twilight Basilisk. Schauen wir auch gleich rein, was die für einen Wert hat. Noch eine Rare Card, Exploding Rats. Nice, zwei Rare Karten schon. Dann, okay, wieder Splinter Shards, eigentlich uninteressant. 4 Merits. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit den Merits machen kann. Hey, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich muss das noch recherchieren. Ich habe keine Ahnung. Merits, wofür ich die verwenden kann. Splinter Shards. Das ist der Coin. Und ja, noch eine Legendary Potion. Also erhöht meine Chance auf eine Legendary Card, wenn ich einen Card Pack öffne. So, aber jetzt schauen wir mal schnell rein bei den Cards, die ich bekommen habe. Also Owned, und jetzt gehe ich mal auf Rare. Jetzt müssen wir mal die zwei Karten suchen. Okay, das war hier Exploding Rats. Okay, ist nicht viel wert, 0,02. Und dann war das noch hier Twilight Basilisk. Auch ja, kein großer Wert. Aber Card Power auch hier um 20 gesteigert. Ich meine, das ist nicht viel. Die Karte hier hat auch einen Wert von 20 Power, aber immerhin ein bisschen was. Und wer weiß, vielleicht sind die Karten auch mal irgendwann mehr wert. Davon gehe ich ja aus, deswegen investiere ich auch. Aber vor allem dann auch jetzt in die neuen Packs, die eben kommen. Die Rift Watchers, die kommen in 2 Tagen und ja, 22 oder fast 23 Stunden. Eine 43 Card Expansion. Also es kommen 43 neue Karten zum Chaos Legion Set dazu. Und ja, das Ganze ist schon sehr nice. Hier das Bild finde ich wirklich sehr nice gemacht, deswegen auch als Titelbild. Und ja, das Set, die Details, es gibt insgesamt 3 Millionen Packs. Der Sale startet jetzt am 15. September, also das sind noch 3 Tage. Und jetzt gehen wir aber noch zum dritten Grund, weil es kommt hier auch ein Tower Defense Game. Es kommt tatsächlich ein eigenes Tower Defense Game, ganz neu, auch von Splinterlands. Ihr seht hier Concept Art und das ist tatsächlich aber schon ausgefeilt, so dass jetzt auch ein Sale losgeht. Und im Sale werden jetzt auch verschiedene Packs einfach verkauft.
der startet am 20. September, also auch jetzt, läuft entweder bis 18. Oktober oder bis halt alle Packs weg sind. Es gibt 250.000 Packs und das ist ein komplett eigenes Game. Ihr seht hier eine komplett eigene Roadmap für das Tower Defense Game. Pack Opening mit Tower Spells, Heroes, Card Marketplace. Das kommt alles jetzt Ende 2022 oder Early 2023. Dann Q1, Card Rentals, Card Leveling Up. Also so wie sich das liest, ein ähnliches System, eben ein Kartensystem, wie, ja, wie man das aus Splinterlands kennt. Aber es ist einfach ein eigenes Game. Und man sieht ja auch, die Roadmap zieht sich tatsächlich durch Q3 2023. Es kommen einige Stationen, PvP-Style-Competitions, Gilden, Turniere und so weiter. Der nächste Grund, warum finde ich Splinterlands so interessant, weil das Ganze wird auch tatsächlich als Web3 DAO, also dezentrale autonome Organisation, organisiert und man kann Validator, License, Node-Betreiber werden und so eben auch Rewards verdienen. Das ist richtig nice. Checkt auch meinen anderen Clip zu Validator oder Crypto Gaming Nodes generell. Ich habe erst jetzt vor ein paar Tagen eigenen Clip dazu gedroppt hier im Channel und das finde ich einfach ja super interessant, wenn das Game oder wenn Games generell so eine Möglichkeit bieten. Und wir sind hier auch sehr früh dran, also wir sind noch in der ersten Tranche. Es gibt hier noch 1554 Lizenzen zu kaufen, momentan für den Preis von $3000. Man bekommt die Nodes aber auch, beziehungsweise die Lizenzen auch günstiger hier über die Tribal Decks. Da sehen wir momentan hier für $2000, war auch schon mal etwas weniger. Das orientiert sich natürlich immer am Hive-Kurs. Und das finde ich einfach eine interessante Möglichkeit, hier auch in ein Gaming-Node zu investieren. Der nächste Grund ist, die Entwickler, die Devs von Splinterland, die hören nicht auf. Die sind total aktiv. Es kommt ein Genesis League Soccer Game. Ihr seht das hier, created by Splinterlands und MLSPA. Das müsste die amerikanische, genau, Major League Soccer Players Association sein, also die amerikanische Soccer, also Fußballliga. Und das ist eben, ihr kennt so Rare und auch andere Sports Games, und das ist jetzt eben ein Card Game von den Machern von Splinterlands, das hier auch jetzt kommt. Moment, ich habe hier gerade gesehen, was war das? Coming in October. Also hier gibt es auch ein Pack Sale. Interessante Möglichkeit, muss ich mir noch weiter anschauen, ob ich auch hier vielleicht etwas investiere. Der Pack Sale geht hier auch bis, ja, 18. Oktober, also ist noch etwas Zeit, weil, ja, vielleicht macht es manchmal nicht so viel Sinn, so groß zu streuen, wenn man nur mit Kleinigkeiten reingeht. Vielleicht ist es auch manchmal besser, etwas größer in ein Game dann reinzugehen. Wir schauen mal, auf jeden Fall finde ich das einfach interessant und auch ein Grund, warum ich bei Splinterlands dabei bin.